Und uns hat diese Nachricht erreicht. Wladimir Putin will die Separatistengebiete in der Ostukraine anerkennen. Das hat der russische Präsident, auch Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron direkt in ihren Telefonaten mitgeteilt. Ja, und beide reagierten enttäuscht. Das zumindest teilte der Kreml mit. Die EU gab bekannt, dass es im Falle einer Anerkennung durch Putin dann auch Sanktionen geben werde. Und wir wollen natürlich jetzt bei dieser aktuellen Entwicklung durch die Einmeldungen, die uns jetzt fast minütlich erreichen, sofort zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner nach Moskau schauen. Also Christoph, es heißt, Wladimir Putin wird heute Abend noch eine Ansprache halten. Es heißt, dass er die selbsterklärten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk damit anerkennen will. Das hat auch Macron und Scholz bestätigt. Also, was können wir bei dieser Ansprache heute erwarten? Herr Carsten, ich habe hier neben dran den Fernseher laufen in Moskau. Immer wieder kommt unten ein Laufband, wo gesagt wird, dass der russische Präsident in absehbarer Zeit bzw. in den nächsten Minuten hier eine Ansprache halten will diesbezüglich. Dieses Laufband sehen wir jetzt schon eine Stunde, also da hat sich noch nichts ereignet. Die Eilmeldungen, die du jetzt auch erwähnt hast, das ist alles basierend auf den Gesprächen zwischen Putin und Macron und auch Olaf Scholz. Aber die russische Bevölkerung hat das noch nicht schwarz auf weiß bekommen. Und somit können wir das also noch nicht bestätigen. Und ich muss dir sagen, Wladimir Putin ist immer für alles gut. Und er tut auch häufig das, was man nicht von ihm erwartet. Also ich möchte auch nicht ausschließen, dass er jetzt in der letzten Sekunde nochmal einen Schlenker macht und sagt, ja, wir sollten eigentlich anerkennen, aber wir wollen dem Verhandlungsprozess noch eine Chance geben. Auch das kann man nicht ausschließen. Das will nur heißen, dass man ihn überhaupt nicht einschätzen kann und er ist überhaupt nicht kalkulierbar und prognostizierbar. Und das ist das absolut Gefährliche. Die einzige Konstante bei Putin ist seine Unberechenbarkeit. Jetzt wurde ja aber auch von der EU zumindest schon mal gesagt, sollte es tatsächlich zu dieser Anerkennung kommen, dann wird es auch Sanktionen geben. Und genau diese waren ja bisher immer nur in den Raum gestellt, sollte es zu einer Invasion kommen. Wie hart würde es Moskau also jetzt treffen, wenn die Sanktionen doch schon früher kommen? Und würde es ihn vielleicht sogar so weit reizen zu sagen, dann gehen wir jetzt wirklich den ganzen Weg? Vielleicht noch kurz zu deiner vorherigen Frage, die habe ich nur zur Hälfte beantwortet. Carsten hat noch gefragt, was denn passieren würde, wenn er diese beiden abtrünnigen Provinzen anerkennt. Ja, dann wären das souveräne Staaten in den Augen von Russland, aber nicht in den Augen der internationalen Staatengemeinschaft. Die würden dieses Gebiet weiterhin als ukrainisches Gebiet erachten, aber Russland würde das dann als souveräne Staaten erachten. Und dann könnten die ein Referendum bei sich durchführen lassen, entschuldige bitte, und könnten dann zum Beispiel darum bitten, dass man diese beiden Gebiete in die Russische Föderation eingliedert. Und dann könnte das gemacht werden, wie bei der Krim. Da gab es ja auch erst ein Referendum bei der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel und dann hat man dieses Gebiet annektiert. Das könnte jetzt auch passieren. Putin könnte sich aber auch entscheiden, das so laufen zu lassen, dass diese beiden Provinzen an seinem Tropf hängen. Das hat er gemacht mit Georgien, Nordossetien, Abchasien 2008 nach dem Krieg. Da war zwar Medvedev Präsident, aber der hatte nichts zu melden, hat alles Putin entschieden. Und bis heute sind diese beiden abtrünnigen georgischen Provinzen absolut von Russland abhängig. Und im Prinzip haben das nur noch so ein paar andere Staaten anerkannt. Also da ist auch wieder maximaler Spielraum. Christoph, dann kommen wir gleich auf meine Frage nochmal zurück. Wir werden natürlich noch weiter mit dir sprechen in wenigen Momenten. Solange wirst du noch immer schauen, was also in Russland vor sich geht, wie lange es noch dauert, bis Putin seine Ansprache hält. Wir sind gespannt, wir kommen wieder zu dir zurück. Vielen Dank, Christoph.